Ja, willkommen zurück beim Let's Play der McCarthy-Chroniken. Das ist Folge Nummer 4. In der letzten Folge haben wir ja unsere Angebetete vor einem, keine Ahnung was das war, so ein Vieh, so ein Hund, großer schwarzer Hund mit roten Augen gerettet, der dann irgendwann aus dem Fenster gesprungen ist. Und wir haben das Bürschchen hier mal zur Rede gestellt, was das denn soll. Bis er dann irgendwann rausgekommen ist, mit der Aussage, dass wohl drei von den Viechern seit Jahren schon auf dem Grundstück rumspächen. Vielen Dank, dass du uns das jetzt gesagt hast und nicht gleich zum Anfang. Arschloch. Und wir werden jetzt mal schauen. Der Gärtner soll Näheres wissen. Also werden wir uns jetzt mal in Richtung Gärtner bewegen. Beziehungsweise den suchen. Wir wissen ja noch nicht mal, wo der ist. Vielleicht vorher noch mal mit der Victoria sprechen. Finally dragged yourself from your bed, I see. How are you, miss? Oh, just peachy. Thank you. I love it when my dreams are interrupted by hysterical screaming. How is Sarah? Bisschen bitchy. She lives in a world of her own, Mr. McCarthy. You don't believe her story? That a demon dog with glowing red eyes and bloodstained teeth was trying to eat her. No, I do not. A feral dog or something, I expect. So you think she's lying? Just mistaken is all. Das war auch kein Hund. You've been very helpful, miss. My pleasure. As always. Ja, ja. Aber wir lassen uns jetzt von der nicht großartig anbaggern. Ich glaube, wir suchen nochmal die Sarah. Die... Keine Ahnung. Oben war sie nicht, also muss sie unten rumspiechen. Ah, ja. Can I help you, Mr. McCarthy? How are you feeling? I'm still a little shaken, but I'm fine. How is your investigation going? How do you know I'm investigating anything? I know who you are, Mr. McCarthy. I'm not stupid. You must be here for a reason. I'm just passing through, miss. I shall leave once my car is fixed. Of course, I have no intention of leaving after last night's events. Ja, das ist klar. Her eyes silently filled with bitter tears. It was me who slashed your tires. Boah, danke. Why? Terrified here. And when you told me who you were, I knew that you could stop the terrible things that happen here. Warum hast du mich nicht einfach gefragt? Danke. Mann. Why me? I've read about you, Mr. McCarthy. I know what you can do. I know you can stop this. I've had something of a fall from grace and lateness. That it wasn't your fault. You can help. I know you can. Okay, was für schreckliche Dinge. What terrible things? People, women, check in and they don't check out. And then their cars disappear in the night. Have you spoken to Michael about this? He says he dealt with the checkouts after I'd gone to bed. Do you believe him? Mr. Grosner is such a sweet man. He wouldn't hurt anyone. But do you believe him? No. Oh. Oh, haben wir da einen kleinen Massenmörder als Hoteleigentümer oder was hier? Bates Motel oder was ist das hier? Why don't you leave? I can't leave. Michael needs me here. Oh. Michael may be the one responsible for all this. I won't believe that. I can't believe that. Muttersyndrom, Helfersyndrom. Ja, Mädel, entweder du haust ab oder irgendwann bist du die Nächste. Hast du mal daran gedacht? How has Victoria reacted to this? She seems either
you're entirely oblivious or entirely calm. I'm not sure which. Do you know where the key is to the gate at the back? Yes. I'm afraid I knocked the key into the drainage grate in the pantry. Oh, no. Do you need it? I'll manage. Danke. Erst schlitzt uns die Reifen auf, jetzt hat sie auch noch den Gartentor-Schlüssel in irgendeinen Abflussgitter fallen lassen. Na, vielen Dank auch. Thanks for your help. Mann! A drainage grate. Presumably in case of flooding. I can see something shining in the murk of the drain. Ja, super. Mit der Säge werden wir auch nichts ausrichten können. Kommen wir das It's auf? It's built into the concrete floor. There's no chance of moving it. Was haben wir denn Feines? Room key. It's not long enough. It's the wrong shape. Aufbiegen? That doesn't seem to work. Moment mal. Aufbiegen, das heißt, wir benutzen den Kleiderbügel. That doesn't seem to work. Was? Nicht mit McCarthy, mit dem Ding hier, mit Weiß. I use the vice to bend the hanger into a makeshift hook. Yes. Damit müssen wir den Schlüssel. I use the hanger to fish the errant key out from the murk of the drain. Jawohl. Jetzt haben wir den Gate Key. Torschlüssel, sehr schön. Alles muss man hier selber machen. Gehen wir mal zu Victoria und fragen sie über die komischen Ereignisse, von der die Sarah berichtet hat. Finally dragged yourself from your bed, I see. Yeah, come. Ah, fuck. You've been very helpful, miss. My pleasure. Yeah. Aber wir könnten den Michael noch mal fragen. Was das dann soll, bitteschön. Yes. Who has seen? Well, a few weeks ago, he said ja, to me that all this guy keeps doing. Ja. Okay. That's all. Also mit dem können wir uns auch nicht über das unterhalten, was die Sarah gesehen hat. Das heißt, wir verpissen uns jetzt in Richtung Garten, würde ich sagen. Zum Garten geht's hier lang. Ja, komm schon. Ich hoffe mal, uns springt jetzt nicht gleich so ein Vieh in den Nacken. Das wäre nämlich ein bisschen ungünstig. Creeping plant. An overgrown creeping plant. Und da haben wir das Gartentor. It's the gate to the rest of the estate. Dann wollen wir mal. If I just keep the keys with me, I'll be able to open the doors they fit. Ja, gut, okay. Schauen wir uns das auf. Gärtnerhütte, okay, dann gehen wir mal dahin.
The groundskeeper's hut was a simple affair of wood and stone. The acrid stench of decay filled my senses and made me want to run or drop to my knees. I shall persevere. Fuck. Also, der üble Gestank von Verwesung und Fäulnis trifft ihn. Das ist gar nicht gut, weil dann ist hier irgendwas am Verrotten. I'd rather not keep them. Möchte ihn nicht behalten. Various drawings, almost carved into the paper, like the work of a chronic schizophrenic. Some of the drawings are inked in blood. Fuck. Okay. Various drawings, some of the drawings. Ja, ja, ist ja okay. I'd rather not keep. Behalten will er sie nicht. Also Zeichnungen, die an die eine Schizophrenen erinnern. Im Wahn geschrieben, in das Papier eingeritzt, manche sogar in Blut geschrieben. Ja, so. The fire is long since dead. The last sliver of light extinguished and left to rot. There seems to be something in the fireplace. Okay, da ist was drin im Feuer. Also, von dem, was da jetzt in den Papieren drin ist, kann man ja davon ausgehen, dass es der Gärtner ist. Es ist immer der Gärtner, oder? Aber wir haben ja was im Feuer gefunden und wir schauen mal nach. Use embers. There's something here. Okay. It's a half-charred diary. Ein halb verbranntes. Only the last few entries are legible. October 12th. I saw them again. Beasts of the foulest kind. I watched them from my porch, silhouetted against the horizon. Their gait was demonic. They shambled along at speed, as if pushed by the hand of Satan himself. They were heading towards the mausoleum to the south of the estate. October 14th. I've killed one. I split its head from its body with my fire axe. Its blood splashed over me, caressing my face like a maiden's hand. The wine of their existence streamed down my cheeks and into my mouth. Uh-oh. I was reborn. October 15th. I saw her. She showed herself to me. She is my beauty, my revelry, the spark that lights my darkness. Uh-oh. She has saved me and chosen me, filled me with the spirit of her will. My flesh decays, and yet I live by her divine intervention. Uh-oh. I live for her. I kill for her. Fuck. The diary is coated in bloody fingerprints. There's a small hand-drawn map with an area circled. The mausoleum, I presume. Uh-oh. Also ist der Gärtner von den Hunden angefallen worden, hat eins von den Viechern erledigt, hat Blut in die Fresse bekommen, hat angefangen zu verfaulen. Super. Wurde von irgendeiner Frau gefunden, gerettet, wie auch immer, wieder zum Leben erweckt. Sein Fleisch verfault, aber sein Körper lebt weiter, sein Geist lebt weiter. Er lebt für sie, er tötet für sie. Ja, super! Und wir haben einen neuen Karteneintrag zum Mausoleum. Und da gehen wir in der nächsten Folge hin. Ein paar Untote jagen, denke ich mal. Super. Man sieht sich. Ciao.